Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ja, Tag 8, 2.05 Uhr. Die Horde ist gerade mehr oder weniger an uns vorbeigezogen, möchte ich jetzt schon fast sagen. Hat nicht so viel Damage gemacht, wie ich erst dachte, Gott sei Dank. Und wir haben so viel Eisen und ich werde jetzt einfach mal hier noch ein bisschen die Forges ausbauen. Eine Forge hinlegen wäre natürlich auch mal eine Idee, ne? Anvil hier rein und dann werde ich hier auch nur Eisen einschmelzen. Muss ich aber noch ein bisschen Holz holen. Wir haben zu wenig Holz. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, die Einstellung so zu belassen bei einer Stunde. Und ich habe noch ein bisschen angezogen. Ich habe auf Survivalist gestellt und den Zombie Spawn auf High. Mal gespannt. Nach der zweiten Feralhorde werden die Zombies natürlich noch stärker und dann geht's auf Max Zombie Spawn und Insane. Bin mal gespannt, wie das wird. Jetzt haben wir natürlich einiges zu verteidigen hier, also. Wie viel brauchen wir dann? 250? Hier lassen wir 250 einfach durchlaufen. Hier 125. So, und wir haben jetzt auch Fleisch, Kartoffeln und Wasser, Wasser, Wasser. Da ist Wasser. Das heißt, jetzt können wir uns hoffentlich hier Meat Stew herstellen. Wo ist denn Meat Stew? Potato Raw Meat Bottle Water. Mais, Mais, Mais brauchen wir noch. Jetzt aber, oder? 12 Stück, perfekt. 5 Minuten 24, das heißt, ich schmeiß mal für 6 Minuten hier Holz rein. Oder für 7. Und dann kochen wir das Ganze mal. Dann bauen wir hier nochmal einen neben. Kleine Steine sollten hier sein. Okay. Lassen wir das erstmal eben durchlaufen. Wenn da jetzt keine Schreitanten kommen, weiß ich aber auch nicht. Ich will hier meine Schäden wieder beseitigen. Und dann gucken wir mal, dass wir das ganze Ding hier abgesichert kriegen gegen Spiders. So, haben wir noch ein bisschen Benzin hier. Immer gut mit rohem Fleisch durch die Gegend zu laufen. Ihr wisst, was ich meine. Und guckt euch das an. Wir haben Munition. Ganze viel Munition. Kleber packe ich mal hier drunter. Brauche ich den Kleber und Stoff, ne? Das muss ich mal ausprobieren. Wenn man Duct Tape selber herstellt. Die Pickaxe kommt damit rein. Shells haben wir. Sieht doch soweit alles ganz gut aus. Dann gucke ich mal, dass wir ein paar Bullet-Tipps vielleicht hinkriegen. Und Wasser müsste ich holen. Genau, Wasser ist ganz wichtig. Ich musste noch ein paar Frames herstellen. Also wir müssen noch ein bisschen Holz holen auf jeden Fall. Ich brauche noch Woodframes. Ganz viele. Und sobald die Nacht rum ist, hole ich ein bisschen Holz. Schon mal am Weg sind, holen wir noch mal ein bisschen mehr Wasser. Was ist los? Was hast du? Durst? Dann trink doch mal einen Schluck. So, wie sah es eigentlich mit Wüste aus? Wüste haben wir noch gar nicht gehabt, ne? Ich denke mal, dass Wüste dann... Da ist ein kleiner Streifen. Dann gehen wir nachher einfach mal hier rüber. Ich würde nämlich gerne mal in die Wüste. Erstmal um ein bisschen Sand zu holen natürlich. Und dann kann man aber noch nach diesen Oil Shades buddeln. Die sind ganz toll, die Dinger. Ah, da kommen die Kartoffelsamen, perfekt. Die kann man nämlich, wenn man einen Beaker hat, haben wir noch nicht, leider, aber wenn man einen Beaker hat, kann man daraus wunderbar Gascans herstellen. Da kommen die Kartoffelsamen, sehr schön. Mais, alles da, Blaubeeren brauche ich gerade nicht.
Honig. Ich werde einfach nicht gebissen von einem Zombie. Also wir holen Wasser, wir holen gleich Holz. Und dann müsste ich mir halt nochmal ein paar Gläser herstellen, wenn es irgendwie geht. Ah, hier brauche ich noch Clay. Guck mal. Also Clay brauchen wir auch noch. Iron Bars haben wir schon mal 70 Stück. Perfekt. Das läuft. Und ich warte eben ab, bis die Kartoffelsamen durch sind. Dann setze ich hier das Campfire hin. Zack. So. Fire Axe mitnehmen. Irgendwas, was hier oben bleiben muss. Die pflanze ich gleich sofort ein. Nö, der ganze Rest kommt mit. Tada! 134 Skillpunkte wieder zu verteilen. Oh Mann, das geht aber so schnell. Und wir sind ja bis an die Zähne bewaffnet. Also haben wir wirklich fast alles hier. Was wollte ich jetzt wegtun? Genau, die Fackeln, die schmeiße ich mir hier ganz links rein. So eine gemischte Kiste. Backshots temporär erstmal hier mit rein. Cool. Machen wir uns nochmal 7 Shotgun Shells. Die Iron Pipes brauche ich gerade aktuell auch nicht. Scrap Iron auch nicht. Splint, ja, nehme ich mal mit, sicherheitshalber. Und dann sollte ich mich auch mal langsam dran machen, Repair Kits herzustellen. Aber erstmal pflanzen wir unsere Kartoffelchen. Okay, ist eine etwas blöde Größe, aber egal, was in der Erde ist, ist in der Erde. Noch was zum Pflanzen? Nö, gut, dann mal eben schnell Wasser holen. Habe ich eine Schaufel dabei? Natürlich nicht, aber ich baue mir einfach eine neue. Irgendwo schleicht da jemand. Gut, wir laufen erstmal Richtung Wasserloch, ein bisschen mehr Wasser holen und vielleicht ist dahinter ja eine Wüste. Schauen, ist alles gut. Kommen wir unten mit rein, vorsichtshalber. Gucken, ob wir alles nachgeladen haben, falls wir gleich überrascht werden. Ein Crossbow kann ich wahrscheinlich jetzt gerade nicht herstellen, weil da fehlt mir Leder, genau. Na gut, ich werde aber trotzdem auch jedes Tier schlachten, was mir über den Weg läuft. Fürs Leder, fürs Fleisch, für alles. Und die Zombies kriegen natürlich auch einen auf den Deckel. Leg dich hin. Der Schuss ging mal voll durch und durch, wa? Hartnäckiger Kerl, ey. Zack. Machen wir erstmal kurz einen Abstecher zum Wasserloch. Und dann gehen wir einfach ein bisschen weiter Richtung Westen und gucken mal, ob wir Wüste finden. Und holen uns ein bisschen Sand und dann haben wir auf jeden Fall schon mal die Getränkesituation hier ein für alle Mal erledigt. Jetzt ist die gute Frage, wann immer die Hunde kommen. Unberechenbar das Ganze. Im Vorbeilaufen haue ich einfach mal so ein bisschen die Bäume. Kriegen wir ein bisschen Holz. Oder auch nicht, wenn man nicht trifft. Effektives Laufen nennt man das. Ja, was denn los, hm? Was hast du denn? Kein Kopf hat er. Das Haus schon gesehen, das Haus haben wir schon gesehen, ja.
So, einmal Wasser. Wellness minus noch was, ist doch doof. Painkiller hinterher. Also primäres Ziel jetzt mal eben hoffentlich schnell eine Wüste finden. Wir laufen mal zu der Kreuzung und dann gucken wir, wohin uns die Straße nach Norden führt. Wenn ihr jagen wollt, geht im Wald natürlich sehr gut, da sieht man aber nicht so viel. Ich bevorzuge da echt hier das Grasland. Da siehst du einfach mehr. So, jetzt tausche ich mir eben so einen Eimer Wasser gegen das. Und dann nehmen wir direkt mal die Autos mit auseinander. Kriegen wir nämlich Leder raus und können uns halt eine Crossbow basteln. Und finden vielleicht, wenn wir Glück haben, nochmal einen schönen, schnellen Motor. Kann man Handlebars aus Autos kriegen? Das frage ich mich jetzt gerade, ob das funktioniert. Ölfedern, Scrap. Jetzt sind die Taschen wahrscheinlich schon wieder rappelvoll. Sie sind voll. Das können wir mal eben scrappen. Und dann schauen wir mal, ob wir ein paar Kakteen sehen. Bisschen Angst vor den Hunden jetzt, weil ich weiß nicht, wann die kommen. Ein Headlight, okay. Clothes Fragments, Headlight und Clothes Fragments. Nö. Stecken wir das nochmal. Ich sammle erst nochmal ein bisschen weiter. Hirsch. Was können wir denn nochmal? 1, 2. Ich scrap die jetzt einfach. Wenn ich nachher den Sand hole, muss ich sowieso noch einen Platz freimachen. Knochen lasse ich jetzt mal liegen. Ich stöhne jetzt so rum hier. Federn, nee, Gascans. Wenn ich mir den jetzt reinziehe. Wasser ist natürlich doof jetzt. Komm, ich trinke mir eben das Wasser weg. Da ist schon wieder Platz. Das brauche ich aktuell auch nicht. Und die höchste Wahrscheinlichkeit für Motoren und so weiter hat man halt hier in den Autos, wenn die noch ganz heil sind. Das war schon die zweite Stufe. Animal Fat. Ah, für Breath ist das natürlich schön. Scrappen wir den und wir scrappen den. Und die Straße geht nicht nach unten, das ist ein bisschen doof. Aber dann höchstwahrscheinlich da keine Wüste finden. Sagen, jetzt aber Ende hier. Nö. Also wenn es da, von der Topografie her gesehen, wenn es dann weiter nach unten geht. Aber diese Kante da oben zeigt mir, da ist was, genau, Zeltlager. Kaffeebohnen wollen wir nicht. Nee, komm, ich lasse die Autos jetzt erstmal Autos sein. Außer der hier, da könnte noch ein Motor drin sein. Schön vorne an der Motorhaube rumfriemeln, dann könnte da auch ein Motor abfallen. Nein, ist egal, wo ihr rumfriemelt. Das war jetzt Blödsinn.
Ah, noch ist es sehr ruhig hier. Mein Gott sei Dank, habe ich jetzt überhaupt nichts gegen. Ein bisschen Shotgun-Muni loswerden. Ist auch gut, ne? Straße. Jetzt ein Erdbeben gegeben. Guten Tag, Auto. Was hast du denn für mich? Ach ja, nehmen wir mit. Ich glaube, Hunde kommen am Tag 9, also morgen, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung. Zack, da war auch nichts drin. Ne, Federn habe ich erstmal genug. Das trinke ich mal so direkt raus. Boah, ein 600er Receiver. Komm, wir gucken mal. Ja, der ist besser. Der ist definitiv besser. Gucken, was der tote Typ hat. Magnum Grip, nö, danke. Na komm, wir gucken mal. Der ist tatsächlich noch besser. So, danach nie vergessen, direkt wieder nachzuladen, weil er macht die Magazine einmal komplett leer. Pistole muss ich jetzt auch nachladen. Und da ist Wüste, perfekt. Gefunden. So, wenn wir so eine Höhle in der Wüste finden, haben wir wirklich Chance, oder eine große Chance auf diese Oil Shades. Ich weiß, ich bin komplett falsch angezogen für die Wüste. Sorry, Mami. Aber das ist mir jetzt gerade mal egal. Ich renne einfach mal querfeld ein und guck mal, ob ich hier... Da rennt was. Hühnchen. Haben wir's? Ne, haben wir nicht. Ach, doch, wir haben's. Na, Johnny, was geht denn bei dir heute? Nicht viel. Komm, wir laufen einfach runter. Das ist auch geil mit der Straße hier. Einfach abgeschnitten und weg. Wenn ihr in die Wüste geht, dann nehmt auf jeden Fall diesen roten Tee mit. Macht euch davon einen ordentlichen Schuss. Oder einen Stack. Oder zwei am besten. Wenn ihr wirklich vorhabt, hier die Wüste großflächig zu durchkämmen. So wie ich es gerade mache, ist es völlig daneben. Da wird jetzt gleich anfangen zu meckern. Ey, mit heiß. Ah, ich wollte auch nur ein bisschen Sand holen. Bei der Gelegenheit mal schauen, vielleicht wenn wir hier irgendwo eine Straße entdecken, könnten wir auf Zeichen ehemaliger Zivilisation stoßen. Aber hier sind nur irgendwelche Leute, die hier mal gewohnt haben. Was kann ich denn am ehesten verzichten? Splint, genau. Splint kurz weg. Schaufel ausgepackt und dann holen wir uns mal ein bisschen Sand hier beim Laufen. Ja, du gerade auch hier bist. Machen wir dich auch noch weg. Und wir buddeln weiter nach Sand. Im Vorbeigehen ein bisschen Sand aufheben. Treffe ich nur das Gras. Was ist denn aus? Wir laufen jetzt gerade Richtung Norden, okay. Mal kurz über diesen Hügel gucken. Was da vielleicht hinter ist. Eine Tante.
Und noch eine Tante. Oder Typ. Oder was auch immer das mal war. Jetzt ist es tot. So. Keine Straße weit und breit. Schade, schade. Wahrscheinlich hier. Jetzt wäre so. Noch einen Meter weiterlaufen, Sichtweite, dann hätte man die Straße entdeckt. Ja, hallo. Wie das so nachspritzt, das Blut. Das ist. Das ist echt krass. Oh, Potassium. Das könnte immer. Nee, das ist nur so ein Haufen. Boah, da wird mir selber schlecht von, sorry. Das machen wir jetzt so nicht weiter. Jetzt gehen wir noch diesen Bogen und guck mal, wo wir dann hinkommen. Wir werden hoffentlich bald mal immer das Minibike haben. Es geht nochmal in die Stadt auf jeden Fall. Weil in der Stadt selber, nee. Haben wir immer noch nicht alles entdeckt. Also hier unten ist noch ein bisschen was offen. Es gibt noch viele Häuser mit Bücherregalen, die wir noch nicht gelootet haben. Und 93 Grad. Und wir sind schon voll. 250. Na gut. Da nochmal einen schönen Schluck. Schönen Schluck reinpfeifen. Und ab geht's. Oh, Wellness. Naja. Die kommt wieder, bin ich mir ganz sicher. Aha. Ja, kicke mal einer See. Weg bedeutet immer Straße. Also, dass der zu einer Straße führt im Normalfall. Die Frage ist halt nur, wohin führt das andere Ende? Ich glaube, ins Nichts. Nur zu diesem wunderschönen Klops hier. Ach, da ist ein Haus tatsächlich. Dann werden wir da kurz Rast machen. Einmal alles erkunden. Seht ihr das? Das sieht aus, als wenn der Erze hinter versteckt. Ja, ich glaube, das sieht aber nur so aus. Ja. Texturfehler. Dann sagen wir mal eben hier den netten Leuten guten Tag. Bist du tot? Ja, du bist tot. Sham. Sham ohne Suppe. Jetzt wird man auch den Rest hier angelockt haben. Da, die Schwester. Oh, Schwester. Vielleicht hat sie einen Beaker für uns dabei. Komm, Schwester. Schwester tot, Kaktus tot, alles tot. Ein Haus in der Wüste. Okay, Stoff brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, klar brauchen wir den, aber da können wir mal in so eine Zeltstadt gehen und die einmal niedermähen. Dann haben wir genug Stoff für die nächsten 80 Jahre gefüllt. Und das ist doch ein schönes Häuschen. Warum ist noch ein Häuschen? Vielleicht ist das so eine kleine Stadt. Wir werden sehen. Gut, meine Lieben, wir sind damit schon wieder am Ende dieser Folge angelangt. Leider, leider. In der nächsten Folge geht es dann mal ins Haus und wir gucken mal, was da drin ist. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.